liebe Gartenbahnfreunde und auch YouTube-Abonnenten unseres Kanals Erlebnishotel Fichtenhäusl. Ich darf euch ganz recht herzlich willkommen heißen zur Folge Nummer 11 hier beim Fichtenexpress. Ja, wie die meisten von euch bemerkt haben werden, hat Folge Nummer 11 leider Gottes etwas länger gedauert. Geschuldet natürlich zum einen dem Eintritt von Corona im Frühjahr 2020 und dem damit verbundenen ersten Lockdown. Und nun aktuell leider Gottes Lockdown Light Nummer 2. Aber nichtsdestotrotz konnten wir die Zeit insoweit auch sinnvoll nutzen, um einiges an Renovierungsarbeiten im gesamten Gelände am Hotel selber, aber auch an der Gartenbahn durchführen zu können. Eine gravierende, weitreichende neue Änderung ist unsere Überdachung, die wir im Frühjahr 2020 fertigstellen konnten. Und damit können wir nun zukünftig ganze 365 Tage im Jahr hier an dieser Stelle Fahrbetrieb anbieten. Jetzt im November nutzen wir die Zeit natürlich wieder aktiv, um neue Fahrprogramme zu schreiben, aber auch einiges an Details, an bewegten Szenen weiter einzubauen. Lasst euch überraschen, schaut selbst. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und eines kann ich noch vorwegnehmen, spätestens Ende November, Anfang Dezember kommt nochmal ein ganz tolles neues Highlight mit hinzu. Ich verrate noch nicht so viel, lasst euch überraschen, abonniert unseren Kanal und bleibt immer informiert bei uns im Fichtenhäusl. Wir beginnen unsere Reise vom Bahnhof in Jöhstadt und fahren gemeinsam mit einer 4K 145 entlang von Flüssen und verschiedenen Landschaften bis hin zum Bahnhof Kühberg. Die Strecke fällt dabei fast ausschließlich bergab und unser Zug hat nur wenig zu tun. Auf dem Weg nach Kühberg durchfährt unsere 4K eine Durchleuchtstrecke und kommt an einer Käserei sowie einer alten historischen Burg vorbei. Nachdem unser Zug den Bahnhof von Kühberg am tiefsten Punkt der Anlage erreicht hat, geht es wieder hinauf in Richtung Jöhstadt. Dabei kommt unser Zug an Feldarbeitern vorbei und der Heizer muss ordentlich auflegen, damit die mächtige Steigung bis zum höchsten Punkt am Bahnhof in Jöhstadt erreicht werden kann. Kurz vor dem Bahnhof Jöhstadt kreuzt unser Zug nochmal die Straße und fährt anschließend in den Bahnhof ein. Im Bahnhof von Jöhstadt selbst warten die Reisenden bereits auf die Abfahrt des Zuges bespannt mit einer HF 110, bevor unsere 4K 145 auf Gleis 2 einfährt.
Ein tolles neues Highlight auf unserer Anlage ist das neue Sägewerk mit der funktionierenden Säge und einem Emotion Sound Modul. Natürlich haben wir nicht nur an der gesamten Anlage gearbeitet und Details eingebaut, auch unseren Fuhrpark konnten wir erfolgreich erweitern. Unter anderem dürfen wir ab sofort eine Diesellok des Modells V10C willkommen heißen. Im Brotbackhaus wird ab sofort herrlich duftendes Brot gebacken. Ein Blick auf den Bahnhof Jöhstadt von der Rückseite. Die Niki und Frank fährt von Jöhstadt in Richtung Kühberg und umkreist dabei unsere neueste Baustelle. Ein Blick von der Rückseite auf die neue Baustelle und den neuen Berg. Was genau auf dem neuen Berg entstehen wird, das wollen wir euch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten, aber so viel kann schon mal gesagt sein, es wird ein weiteres bewegtes Highlight. Vorbei an einem großen Schweinestall fährt die BR 251 der Pressnitztalbahn mit einem Güterzug in Richtung Jöhstadt. Natürlich dürfen auch auf unserer Anlage die Mopeds der Marke Simson nicht fehlen. Mit ordentlich Dampf macht sich die 6K auf den Weg vom Bahnhof Kühberg in Richtung Jöhstadt. Mit dem Einfahrtssignal lang kurz lang ruft die 1K Nummer 54 die wartende BR 251 in den Bahnhof von Kühberg herein. Das Ganze funktioniert vollautomatisch und PC gesteuert. Anschließend geht es mit der 1K und einem historischen Zug der Königlich Sächsischen Staatseisenbahn in Richtung Jöhstadt. Auf Jöhstadt einsteigen, bitte! Vorsicht am Zuge!
Insgesamt verfügt die Anlage derzeit über 4 Emotion Melody Module, welche immer wieder im Hintergrund zu hören sind. Dabei handelt es sich zum einen um das Gasthaus mit der böhmischen Blasmusik, um die Kirche mit der Orgel, der Glocke und einigen anderen Szenen, die Traktorwerkstatt und natürlich das Sägewerk. Besonderes Highlight ist hier die Traktorwerkstatt mit dem fluchenden Mechaniker, der versucht, den Traktor zu starten. Natürlich werden auch diese Module wie alles andere über den PC angesteuert und können so jederzeit abgerufen werden. Jetzt, wo die Tage zunehmend kürzer werden und es umso zeitiger finster wird, lohnt sich ein Blick auf unsere Anlage doppelt. Alle Gebäude sind beleuchtet und überall findet man kleine Details und verschiedene Lichter. Ein Gesamtüberblick über die Anlage lässt erahnen, welches Ausmaß die Anlage mittlerweile angenommen hat.
mit dem Eintreffen der HF 110 in den Bahnhof von Kyberg möchten wir uns fürs Zuschauen recht herzlich bedanken und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.